Hallo und herzlich willkommen und frohe Weihnachten. Wir senden heute live aus Haddonfield in der Gideon Fleischfabrik mit dem guten Herrn Myers. Guten Tag, Herr Myers. Warme Worte der Begrüßung. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um ein wenig Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Und dieser Feng Min hat es auch gleich schon gemerkt, wie es hier abgeht. Unser guter Herr Myers hat uns nämlich eingeladen und wollte uns mal zeigen, was er so kann. Eigentlich wollten wir das zu Halloween machen, aber da waren leider alle Termine schon belegt. Also mussten wir die Ausweichtermine auf Weihnachten legen. Aber ist ja nicht so schlimm. So, hier sieht man schon die ersten Jagden. Das war sehr optimistisch. Unser guter Herr Myers hat sich deine vier Lieblingsperks rausgesucht, wobei einer jetzt schon kaputt gegangen ist, nämlich Ruin. Dazu hat er aber noch brutale Stärke, Überladen und Noet für den guten Ende. Warum Noet, denkt man sich jetzt? Michael hat doch eh Phase 3 mit One-Hit. Ja, unser guter Myers hier nicht. Es ist nämlich der Wallhack Myers, der einfach dauerhaft Phase 1 ist und durch Wände schauen kann. Dazu noch ein Addon, das ein wenig mehr Reichweite hat, was natürlich zwingend notwendig ist. Auf dem Spiel haben wir natürlich auch die besten Chancen, dieses Addon zu verwandeln, weil wir einfach durch alle Wänden und durch alle Decken durchschauen können. Obwohl, die Feng Min hat uns jetzt zu lange hingehalten. Ein Generator wurde schon gemacht. Es ist nämlich nur eine Dreier-Lobby. Ja, so haben wir halt weniger Opfer zum Meucheln. Da ist die Feng Min. Können wir sie überraschen? Ja, wir konnten sie überraschen, aber sie hat ein exzellent gezündetes Deathheart genutzt und ist uns auch wieder entkommen. Ja, jetzt wird die zweite Generator gemacht. Die Feng Min hält uns hier viel zu sehr hin. Wir müssen mehr Überraschung. Da ist eine Mac. Und es wird hier wieder gearbeitet, wie man hört. Ah, da hinten, das ist ein Trend. Nein, hier unten, oder? Ja, hier unten wird gearbeitet. Die Kate. Kate ist unsere Obsession. Wir haben aber keine Obsession-Perks dabei. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich ein Zweig. Oh, eine Mac hat sich um die Ecke geschlichen. Die kriegt dann auch noch ein paar drauf. Und es wird fleißig weitergejagt. Da hinten sieht man die Kate, was auch immer sie da macht. Rumhampeln. Nein, es war nicht die Kate, es war die Feng Min. Endlich wurde sie doch erwischt. Und auf den Haken gebracht. Jetzt müssen wir uns aber langsam ein wenig sputen. Ein Überlebender hat sich wieder geheilt. Und wir sehen nichts in der Nähe. Niemand. Zweiter Überlebender auch geheilt. Jetzt klappern wir ein wenig die Generatoren ab. Up, ja. Um vielleicht noch jemanden zu erwischen. Wir haben immer noch, da ist die Kate. Die nimmt ab und kriegt gleich eins auf den Latz. So eine Rettung soll nicht ungestraft bleiben. Und wird sofort weitergejagt. Oh, das war gut gestalkt, aber schlecht gelaufen. Man hat gedacht, hier wäre eine Lücke in der Wand, was leider nicht war. Kate steht anscheinend beim Ausgangstor. Niedriger als oberes Bereich, höher als unterer Bereich. Große Spannung. Sie steht immer noch da und heilt sich. Wird sie es schaffen, sich voll zu heilen? Da ist auch eine Palette. Die steht ziemlich sicher. Oh, die Palette gab es direkt ins Gesicht. Unsere besten Chancen sind eigentlich immer noch, beziehungsweise unsere besten Chancen, die große Überraschung, die Überlebenden noch erleiden können, ist dann das Ende. Wenn alle Generatoren gemacht wurden und dann plötzlich der Myers, der nicht in Stufe 3 kommen kann, plötzlich mit Noet um die Ecke kommt. Jetzt Zweig oder nicht Zweig?
ein Strike ab in die Ecke gestellt. Wieder ein Generator gemacht. Und da wird gleich geguckt, wo schwärmen sie denn aus. Einer oben, einer nach unten. Dass ich die Fangmin. Oh, böse gegen die Kartons gehauen. Hier unten hockt die Mac. Was macht sie denn da in der Ecke? Eine Truhe hat sie geplündert. Aber was war drin? Wie es aussieht, eine Taschenlampe. Wir sehen alle Überlebende. Aber jetzt die Frage, beziehungsweise die Qual der Wahl, welchen Überlebenden holt man sich am ehesten? Da ist Kate verletzt und heilt sich an der Palette. Die sie wieder direkt aufs Fressbrett gehauen hat. Steht hier noch eine Palette? Nein, hier steht keine Palette. Das ist eindeutig ein freier Hit für uns. So, Kate, dein Strike hast du rausgehauen. Jetzt kommst du an den Haken. Oh, hier ist auch gleich einer. Einmal ums Rondell drumherum. Und da oben sehen wir wieder einen, wie er am Generator arbeitet. Anscheinend der letzte Generator. Werden wir einen Meyer Surprise bekommen? Nein. Der Generator stand zu weit weg von der Ecke. Den Vorteil, den wir jetzt natürlich haben, sehr viele Paletten sind jetzt schon umgeworfen. Abgesehen von der einen da. Aber unser guter Michael entschließt sich erstmal, den Generator zu treten. Mit brutaler Stärke, auch ein schneller Weg. Da sehen wir, wie Mac zum Retten. Nee, ja doch, Mac war's, oder? Werden wir gleich sehen. Ja. Mac zum Retten gerannt ist. Rettung sieht unser Michael gar nicht gern. Und muss dies sofort bestrafen. Diese Palette war verschwendet ein wenig. Kein Stun rausgeholt. Schlag hat sie trotzdem abbekommen. Aber ist ja nur gut für uns. Das spielt uns nur in die Hände. Ah, hier steht eine Palette. Die gab's schwer auf die Weihnachtsmütze. Irgendwo mal zwischendrin umschauen. Da arbeitet wieder jemand im Generator. Vorteil, alle sind verletzt, alle brauchen nur einen Hit, um die Ecke kommen und der Tod. Aber umsonst genutzt, wir haben nicht mal geschlagen. Das müsste, wenn ich richtig gezählt habe, der zweite Haken für unsere gute Feng Min sein. Und hier ist aber auch kleiner bereit. So, direkt zum Generator. Der klingt sehr weit. Da ist eine Kate in der Ecke. Mehr ist nicht zu sehen. Kate schleicht sich langsam an eine die Feng Min ran. Aber die fangen wir vorher ab. Das war ein Sprintboost. Die Frage ist nun, wo ist die Mac? Ja. Springt sie durch? Springt sie durch? Ja, sie springt durch. Damit hat unser guter Michael gerechnet und kürzt ab. Und plötzlich kommt er von vorne. Kate komplett überrascht und aufgelöst. Au, aber die Palette hat sie noch umwerfen können. Sie bleibt ganz cool. Feng Min gerettet. Da ist unser Mac. Unser lange Verschollene. Was hat unser guter Michael vor? Am Generator hat es geknallt. Da hat Überladen seinen Dienst getan. Mac so, nicht Mac. Feng Min sofort wieder an den Generator gegangen. Heilung wird überbewertet. Hier steht noch die Palette. Unten sehen wir die Kate, wie es kurz aussah. Oder die Mac, keine Ahnung. Ist auch egal. Wir haben Feng Min vor der Nase. Da war die Kate. Die wollen unbedingt diesen Generator machen. Nein, vor die Mac. Aber auch hier hat Überladen wieder seinen Dienst getan. Nochmal getreten. Ja, jetzt haben wir hier drei potenzielle Opfer in der Nähe. Mac steht da. Ne, Feng Min steht da. Was macht sie? Keine Ahnung. Im Kreisrennen. Cage schleicht sie an den Generator ran. Jetzt wird um die Ecke. Meyer Surprise.
Überladen ist jetzt hier anscheinend unser effektivster Perk bis jetzt. Den Generator fassen sie jedes Mal an und es knallt jedes Mal. Da ist die Kate. Wird sie runterspringen? Nee. Sie rennt hier ihre Runden. Mac haut langsam ab. Nee, Mac, Mensch. Penguin. Aber unser Herr Myers kennt keine Gnade. Die wird direkt an einen Haken gebracht und ist damit tot. Keine Ahnung, was die Kate da jetzt gerade noch rumgekrochen hat. Wo rennt sie hin? Oh. Unser guter Herr Myers. Von oben beobachtet er das Ganze. Sie geben sich gegenseitig Zeichen. Wo wollen sie hin? Wie ein Gott schaut er auf seine Opfer hinab. Kann aber nicht ganz deuten, was das soll. Kate ist in der Nähe von dem Generator geblieben, da unten. Da ist Überladen noch drauf. Nicht zu paranoid. Da ist die Mac. Die wollen unbedingt diesen Generator, obwohl sie noch drei andere zur Verfügung haben. Aber so oft, wie die jetzt schon Überladen verhauen haben, wird der Fortschritt dieses Generators auch nicht mehr so weit sein. Wenn man überlegen hat, am Anfang, zack, da hat die Kate wieder einen drauf bekommen und wieder einen Überladen. Unten läuft Kate. Die wird sich jetzt direkt geholt. Oh, die heilt sich an der Palette. Ah, ganz knapp, ganz knapp. So, wartet sie da an der nächsten Palette? Ja. Einfach umgeworfen. Palette weg. Noch eine Palette. Meine Güte, hier sind jetzt aber noch viele. Aber unsere Kate räumt hier derbe auf. Oh, jetzt trotz Wallhack. Ein wenig verloren. Da ist sie. Ist die Mac wieder am Generator? Nein, die Mac sitzt unten am Generator. Oder? Nein. Da heilt sich die Kate. Kate geht wieder runter, aber erstmal das gute Überladen. Kate suchtelt immer noch unten rum und sucht einen Ausweg. Da hat die Mac. Da war sie doch an dem letzten Generator. Habe ich es doch richtig gesehen. Aber die Mac wird gleich hier böse Überraschung erleben. Diese Palette steht nicht mehr. Und jetzt kommt Noel Myers. Der wird lieber liegen gelassen. Wer Wallhack hat, braucht keinen Pirscher. Und es wird jetzt einfach fleißig gestalkt. Wo ist die Kate abgeblieben? Da hinten war sie. Sie heilt sich. Tja, auch eine Heilung bringt ihr jetzt nicht mehr viel. Und rennen wir ihr direkt entgegen. Können wir sie überraschen? Ja, ein wenig Surprise muss sein. Und da liegt sie. Auf der Treppe. Abgeflachtet. Da kennen sie keinen Baum, oder? Merke ich. Jetzt wird nur noch die Mac wieder gesucht. Die ist in der Nähe vom Ausgangstor niedergegangen. Da liegt sie. Sie versucht es noch. Mit ihren Fingernägeln kratzt sie an dem Eisentor. Oder versucht in den... Ja, hier wird das Futter nochmal gut beobachtet. Bevor es zum Abhängen in die Räucherkammer kommt. Nur Qualitätsware ist hier bei uns im Haus. Oh, für Mac ist es der erste Haken. Sie hat noch 4%ige Chance abzuspringen. Sie versucht es. Aber wir warten einfach genüsslich ab und sehen, wie es misslingt. Ja, das hätte noch
ganz anders ausgehen können, aber Überladen hat hier mit Noel zum Schluss den größten Dienst erwiesen, wo ihn, da war die Hedge leider ein wenig schnell aus dem Spiel genommen, aber auch nur drei Überlebende gewesen. Dafür eine Feng Min, die sehr gut am Anfang hingehalten hat. Da haben sie nicht viel ausrichten können, oder? Aber am Ende ist sie als erstes gestorben. Auch ein Erfolg. Und die letzten verenden am Haken. Ein Quitterbonus, 625% Punkte. Aber unser Myers, ein Ehrenmann. Muss sein, ne? Wie sieht's Punkte? Ne, problemtechnisch aus. Ein Pip gemacht. Ja, das ist jetzt ein wenig buggy. Man sieht jetzt die Perks auf der falschen Seite. Kann man nicht ändern. Gehen wir mal weiter. Unsere Überlebenden. Oh, da haben sich zwei, die... Ja, da, man wollte unbedingt auf der Fleischfabrik spielen, ne? Dieses Addon hätten wir uns sparen können. Aber hätte man das eher gewusst. Ja, wir hoffen, euch hat unser Exkurs zum Herrn Myers ein wenig gefallen. Und wir wünschen euch noch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und alles, was man sich noch so wünscht, ne? Bis dahin, ciao, ciao.